Willkommen zu einem neuen Video und heute sehen wir, warum es keine gute Idee ist, wenn man süchtig ist, mit seiner Sucht Geld zu verdienen. Denn der Streamer Batzi ist, wie er selbst sagt, spielsüchtig. Und dass es nicht gut ist, mit seiner Sucht Geld zu verdienen, ist uns wohl allen klar. Was aber daran noch schlimmer ist, ist, wenn du für das Geld deine Community gefährdest, auch süchtig zu werden. Vor allem, wenn du weißt, wie es ist, süchtig zu sein. Der YouTuber Kaiser hat darüber ein Video gemacht, das schauen wir uns jetzt an. Über einen Daumen nach oben und Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Und auch ich bin gerade wieder an einigen interessanten Themen dran und recherchiere. Deswegen Geduld, die kommen. Und das Originalvideo findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Wir legen los. Ich bin gespannt. Und ich versuche nicht zu facepalmen. Ich nehme noch einen Zug von meinem Matcha. Ich muss sagen, ich bin Matcha-süchtig geworden. Ich mache da mal ein bisschen heißes Wasser rein und ein bisschen Hafermilch. Das schmeckt richtig gut. Jetzt habe ich in die falsche Kamera geguckt. So. Let's go. Ja, endlich Freispiele. Oh mein Gott, Leute, der Triple Gronk Ultra Jackpot. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Stack Dias gewonnen. Oh mein Gott, Leute, und das alles nur dank meinem Lieblingsstreamer Batzi. Ja, meine Freunde, ihr habt es bestimmt schon mitbekommen. Der Twitch-Streamer Batzi hat einen Casino-Deal angenommen. Das heißt, er streamt jetzt gerade auf Twitch seine Ultra Triple Gronk Jackpot-Dinger. Habe ich gesehen auf Twitter. Ich glaube, Alpha Kevin hat dazu was gepostet, dass er das sehr blöd findet, dass er das macht, weil er nämlich ursprünglich immer gesagt hat, er wird das nicht machen, er wird sich dafür nicht verkaufen. Er weiß, wie schlimm es ist, Casino-Streams zu machen und spielsüchtig zu sein. Und jetzt macht das und verdient damit Geld. Schwierig. Und verdient halt heller Cash, aber das ist ja noch nicht alles. Er ist tatsächlich selbst Opfer von Glücksspielsucht und hat jahrelang darunter gelitten. Ja, und genau dann, also so oder so ist es absolut verwerflich, versteht mich nicht falsch. Aber gerade wenn du diese Sucht kennst und weißt, wie schlimm sie ist. Heute noch trage ich immer noch die Konsequenzen von meiner Spielsucht. Und das ist das Schlimmste, was mir je in meinem Leben widerfahren ist. Okay, verdammt, jetzt sag das auch noch online. Also ich habe manchmal so das Gefühl, dass Leute ihren Stream immer dazu verwenden, sich selbst zu therapieren. Und dann hält er hier eine Therapiesitzung ab und sagt, wie schlimm das ja war. Und er würde es nie tun. Und ich kann euch eins sagen, ab einer gewissen Summe ist jeder Mensch käuflich. Ich bin psychisch krank geworden und ich habe diese psychische Kränke immer noch, Digga. Ich habe immer noch einen Dachschaden von dem, was ich alles in dieser Spielsucht angetan habe. Ja, verdammt. Ich habe mein Leben zerstört. Boah, das ist hart. Ich fange kein Casino an. Das geht raus. Hallo. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, herzlich willkommen zurück bei der besten casinofreien Sendung auf ganz YouTube. Jetzt richtig gehört, heute geht's um Batzi. Batzi oder Buzzy? Ich weiß nicht, aber Batzi klingt lustiger. Batzi. Wenn man auf Twitch unterwegs ist, dann kennt man ihn vielleicht sogar. Ja, der Boy hat über 310.000 Follower. Achso, ja, jetzt nicht mehr. Boah, wie viel hat der für. Der hat fast 30.000 Follower verloren. Zu Recht. Die anderen sind wahrscheinlich alle inaktiv, aber das ist wirklich zu Recht. Er ist auf jeden Fall bekannt geworden mit GTA RP, also Roleplay Streams. Ja, da gehst du halt einfach so durch die Gegend und playst eine Role, ne? Ich werde das jetzt wieder aufzeichnen, ja, weil mir ist es einfach viel zu kompliziert. Pass auf. Batzis Rolle war Marcel Heeres, beziehungsweise Monte, ne? Weil Monte heißt im echten Namen Marcel Heeres. Ach, war das der, der Monte so gut nachmachen konnte? Ich glaube schon, oder? Aber ich muss euch sagen, GTA Roleplay und alles andere, ich habe es nie ausprobiert, aber ich habe einmal bei Rust mitgemacht als Roleplay. Ich habe ja eigentlich ursprünglich zwei Gaming-Kanäle, die ich noch nebenbei mache. Ich bin da nie reingekommen. Ich kann da nicht ernst bleiben. Respekt an alle, die es können. Ich kann es nicht. Ich schaue die ganze Zeit die falsche Kamera. Prost. Das heißt, er verkörpert quasi in GTA Monte und ist dann so da rumgelaufen und so. Props an der Stelle an meine heftige Beschreibung. Das ist wie bei der einen Line, ne? Weißt du, was so rumgeht? Wie ein Dude, der rumgeht? Auf jeden Fall hat Monte selber irgendwann angefangen mit GTA RP und seine Rolle, also sein Charakter, heißt Olaf Schaf. Die beiden sind sich dann mal zufällig in GTA über den Weg gelaufen und nachdem halt Batzi Monte verkörpert, war das halt ganz witzig. Oh mein Gott, guck mal, der da ist. Hey, jetzt noch oder was? Hör auf. Aber er macht ihn schon gut nach, ich glaube, das habe ich mal gesehen. Hast du gerade meinen Kollegen gehauen oder was? So, komm mal her. Das ist Olaf Schaff, die Legende. Ich möchte ihn höchstpersönlich vorstellen. Das ist Olaf Schaff. Das ist Marcel Heeres. Und wer ist hier der Marcel Heeres? Ja, das bin ich, Digga. Ja, der redet schon echt gut. Ja. Standing, Untime-App. Digga, siehst ja wie ein Dulli aus, Junge. Was sind das denn für
Latschen, Digga, hast du die am Strand geklaut oder was? Birkenstocks? Digga, lass mal hier um die Ecke gehen, komm. Also das läuft ja wirklich gut, ne? Für alle, die auch nicht aus dem Gaming sind. Das ist quasi eigentlich ursprünglich ein Game, was du offline spielen konntest. Du konntest es online spielen und die spielen dort wirklich Roleplay. Du hast dort wirklich Regeln. Also wenn du zum Beispiel ein Tankwart bist, musst du dich auch 1:1 so verhalten. Und jeder hat dort wirklich seinen Job und seine Tätigkeiten und die Polizei muss sich verhalten wie eine Polizei. Es ist schon cool, aber es ist nichts für mich. Sind zu viele Zuhörer. Ich habe gehört, du kommst auch aus Buxtehude. Ich komme aus Buxtehude, Digga. Ja, ich bin Olaf Schaf, hast du schon mal von mir gehört? Ich komme auch aus Buxtehude. Ich habe schon mal von dir gehört, Digga. Pfandflasche sammeln, oder? Dieses Video ist schon geil, wie er nachmachen kann. 16.09.2021 rausgekommen und hat heute über 1,2 Millionen Klicks. Und wenn man sich jetzt seine Social Blade Statistik anschaut, dann sieht man ganz genau, aha, das war so der Grundschuss für seinen Hype. 100k gemacht. Und da, meine Freunde, zogen die Tage ins Land, die Länder zogen in die Tage und Bazzi hat ohne seine Streaming-Kollegen nach und nach immer mehr an Relevanz verloren. Versteh mich nicht falsch, ja, der Typ ist immer noch riesig, ja, und er verdient einen Haufen Kohle, wahrscheinlich wesentlich mehr als der Durchschnitt. Aber ganz ehrlich, ja, wenn man keine 100.000 im Monat macht, dann wozu macht man's da? Der YouTuber Alpha Kevin hat dazu auch ein Video gemacht und deckte auf, dass Bazzi innerhalb von 2 Monaten über 25.000 Euro allein an Subs bekommen hat. By the way, bevor jetzt wieder irgendwer kommt, nein, ich mach mich nicht über Sachsen lustig, ich mach mich über ganz Deutschland lustig. Naja, der Boy schwimmt also in Kohle, aber anscheinend halt ohne Schwimmflügel. Weil das Problem ist halt, wenn du komplett surrounded bist von Geld, dann verlierst du wahrscheinlich irgendwann mal so ein bisschen das Feeling dafür. Ja. Ich habe das auch ganz oft bemerkt, auch bei Kollegen oder Kolleginnen. Ganz wichtig, wenn ihr in diese Branche geht, ich sage es deswegen immer wieder, macht erstmal eine Ausbildung, macht ein Studium, geht arbeiten, lernt mit Geld umzugehen, lernt die Steuern, spart euer Geld, gebt nicht alles aus, ja? Macht's wie wir Schwaben, schaffe, schaffe, Häusle baue. Einfach nicht so verschwenderisch sein, ne? Wie viele Leute auf die Steuerzahlung nicht klargekommen sind, wie viele Leute direkt ihr Geld raushauen, wo ich mir immer denke, so, boah, ey, jetzt spar doch erstmal, wart doch mal ab, wie es die nächsten Jahre läuft. Und genau das ist passiert. Bazzi streamt nämlich seit Anfang der Woche Casino. Ja! Ja, das ist halt... Bazzi, nimm's mir nicht böse, aber ich musste dafür leider ein Minus eintragen. Mal kurz Real Talk, ja? Bazzi war eigentlich immer jemand, der sich gegen Casinos und halt gegen dieses Casino-Streamen vor allem halt ausgesprochen hat, weil das sehr selber glücksspielsüchtig war. Ich fange kein Casino an. Nee, werde ich nicht machen. Auf gar keinen Fall. Dann scheiße ich auf das Geld, Digga. Oh, das ist schlecht gealtert. Ihr wisst, ich würde das für kein Geld der Welt machen. Oh Gott, schlecht gealtert. Nein, für kein Geld der Welt würden wir das machen. Immerhin hast du ja auch keine Panikattacken oder sowas davon bekommen. Was sind das für Panikattacken? So, du kannst nicht so unter Leuten und so viel. Weißt du, was ich meine? Ich war eine Zeit lang richtig am wegen diesen Online-Casinos. Casinos allgemein, weißt du? Ich hatte ein Sportauto gehabt, den habe ich verkauft, habe das ganze Geld in 3-4 Tagen verzockt und irgendwann konnte ich nicht mehr. Guck mal, da sagt doch auch jemand, leide auch drunter, Bruder. Leide auch drunter, Bruder, ich fühle mit dir. Genau für solche Zuschauer hat man Verantwortung. Ich hatte gerade ein Interview und es war sehr interessant, weil wieder die Frage kam, bist du ein Vorbild für deine Community? Und viele Creator sagen, nein, bin kein Vorbild. Ich will keins sein. Und ich sage ja immer wieder, auch in meinen Videos, dass mich diese Aussage so aufregt, weil natürlich wollt ihr keins sein, aber ihr seid es, ihr beeinflusst Menschen. Und man muss sich einfach dann dieser Rolle bewusst sein und verantwortungsvoll damit umgehen. Ja, wir sind auch nur Menschen, jeder wird mal einen Fehltritt irgendwie erleiden, jeder wird mal was nicht so Cooles machen. Wichtig ist aber, dass wir daraus lernen und dass wir uns dieser Rolle bewusst sind und nicht immer alles von uns abweisen. Ich sage ja auch immer, die Community ist ja irgendwie auch so das eigene Spiegelbild. So wie du bist, solche Leute ziehst du an. Und was für Werte du auch gibst. Du hast in 3 Tagen dein Auto verzockt, ne? Das ist das Schlimmste, was dir je passiert ist. Freunde, jetzt mit meinem Promocode Panikattacken24. Es ist einfach ein anderes Level an Dreistigkeit als Opfer von Glücksspielsucht, seine eigenen Leute, so die Leute, die dich groß gemacht haben, in die gleiche Richtung zu lenken. Das Real in seinem Namen kann er direkt entfernen. Ja, ist wirklich so. Und es ist halt wirklich so. Bazzi ist jemand, dem schauen tausende Leute zu, in jedem einzelnen Stream. Und immer wieder erzählt er dem, wie schlimm nicht seine Glücksspielsucht war. Und ganz wichtig, wir verurteilen hier, glaube ich, alle nicht, dass er spielsüchtig war oder ist. Darum geht's hier nicht. Was hier verurteilt wird und was das Schlimme ist, ist, dass er mit dieser Sucht, die er erlebt hat, und der er spricht, wie schlimm er ist, an die Community weitergibt. Dass er für Geld das online macht. Spielsucht ist schlimm. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Auch mit meinem Bekanntenkreis ist es richtig, richtig schlimm. Und es muss auch behandelt werden. Und da leiden alle drunter. Und das ist nicht das, was kritisiert wird. Kritisiert wird, es ist wie wenn ich jetzt damals mit meiner Essstörung sagen würde, hey Leute, ich bewerbe jetzt öffentlich Deal-Shakes. Würde ich nie machen. Aber viel Geld
ist halt manchen Menschen einfach wichtiger als die Community. Und da viele drauf. Wie das nicht sein Leben ruiniert hat. Und dann hat er es auch noch geschafft, davon wegzukommen, ne? Und Props dafür, das ist extrem schwer, da bin ich mir sicher. Gerade wenn du halt schon dein Auto und was weiß ich was alles verzockt hast, dann ist er extrem erfolgreich geworden, extrem beliebt geworden und jetzt fetzt er alles in den Mistkübel. Aber ja, ist ja krass, dass er auch weggekommen ist. Weißt du, stattdessen, dass er sich da mit Organisationen zusammentut und sagt, hey, klar verdient man da dann kein Geld mit, aber dass man sagt, hey, ich helfe euch da wieder rauszukommen, ich biete Coachings an, ich mache was mit Leuten zusammen, wir sammeln Geld. Ich habe auch vor, noch dieses Jahr wahrscheinlich, eine Tour durch Deutschland zu machen gegen Mobbing an Schulen und vor allem auch der Verwendung im Internet und was strafbar ist und was nicht, damit eben auch junge Leute wissen, das geht so nicht. Dafür werde ich auch kein Geld verdienen, da sind halt dann Sponsoren dahinter und Leute, die spenden und wir sammeln Spenden. Aber auch einmal die Reichweite für was Gutes einsetzen und nicht immer nur so zu denken. Auf ganz entspanntes Johannesbärchen. Naja, wie haben die Leute darauf reagiert? Tanzverbot hat das in einem Livestream mitbekommen und hat dann auch gleich das Video halt quasi dazu hochgeladen. Und ratet mal, wer auf das Video reagiert hat. Na ratet, Skurus hat darauf reagiert. Na, Skurus, falls du siehst. Ich kenne ihn nicht. Persönlich, und ich werde ihn, glaube ich, persönlich auch nie kennenlernen, aber von allem, was ich gesehen habe, und ja, auch da muss man aufpassen, weil viele Leute zeigen immer nur unsympathische Dinge, war er mir bis dato sehr unsympathisch. Das heißt, die Scheiße mit Andrew Tate, die Scheiße auf der Gamescom, die nehme ich allen Beteiligten bis heute noch übel. Aber alles, was ich bis dato gesehen habe, war nicht äußerlich sympathisch. Es ist nicht böse gemeint, aber das war eigentlich ist gar nicht böse. Das war eine sehr unterhaltende Reaction. Ich habe viel gelacht. Wie er immer wieder erwähnt, die krass viel Geld machen und dann wundert er sich, dass Leute glauben, dass er vielleicht neidisch ist. Jetzt gehen die auch noch teuer essen im Restaurant, Alter. Die verdienen so verdammt viel Geld. Ich habe wirklich das Gefühl, das ist einer der geldgeilsten Leute, die es gibt. Ne? Nee, finde ich nicht, weil er sagt ja einfach nur, dass man auch anders sehr viel Geld verdienen kann. Man muss nicht seine Seele und die der anderen verkaufen, um viel Geld zu verdienen. Wenn man gescheiten Content macht, sich bemüht, Brands safe ist, gutes Vorbild ist, kann man auch so gut Geld verdienen und muss es nicht auf den leichtesten, schnellsten Weg machen. Vor allem, das ist ja ein Weg. Die werden viele Sponsoren nicht bekommen und wir wollen ja Nachhaltigkeit. Wenn du jetzt sagst, ich will schnell Geld und ich kacke auf meine Community, mach das. Aber ich glaube, für die nächsten Jahre da irgendwie sich coole Partnerschaften, tolle Jahrespartnerschaften aufzubauen mit Kunden, die dich jahrelang buchen, wird halt nichts. Und ich glaube, das hat wenig mit Neid zu tun. Auch ein Tanzverbot könnte viel, viel, viel mehr an Content machen, wenn er wollen wird. Der ist ja immer mal wieder offline und hat keine Lust, ja auch seine Sache. Also laut denen wäre ja dann, weil ich verurteile das ja auch mit den Casino-Streams, ich verurteile aber auch einiges andere auf Twitch, das sage ich ja auch immer. Ich finde, das sollte man viel härter durchgreifen. Ich bin aber nicht neidig. Ich finde es einfach nicht cool. Ich weiß zum Beispiel auch von einer Kollegin, die unfassbare Summen für einen Casino-Stream angeboten bekommen hat und ich auch und wir haben es auch abgelehnt. Also es hat nichts mit Neid zu tun. Ja, absolut. Tanzverbot ist nämlich geldgeil, weil er sich über Bazzi aufregt. So ist es. So, Tanzverbot, das ist eine Ansage an dich, ja? Wenn du jetzt nicht bald anfängst mit Casino-Streamen, dann kann ich dich auch nicht mehr ernst nehmen. Wobei eigentlich, wenn man sein ganzes Geld verzockt, ist schon ein nice Feeling, oder? Das Ding ist, ich bin auch noch spielsüchtig, Bruder. Das Geld geht sofort weg, Mann. Das ist nicht normal, Mann. Aber ich sag dir ehrlich, das Feeling ist geil, Bruder. Was? Wenn man alles verzockt, ist man so ein bisschen beschämt. Ich schäme mich gerade ein bisschen. Aber das Feeling ist schon geil, Bruder. Dass du, weißt du, jeden Tag so ein Ding. Also allein für die Aussage würde ich den von der Plattform bannen. Weißt du, was ein geiles Gefühl ist? Wenn du eine halbe Stunde laufen warst und dir dann ein Matcha mit Hafermilch gönnst. Das ist ein geiles Gefühl. Das ist das Schlimmste, was mir je in meinem Leben widerfahren ist. Ich habe mein Leben zerstört. Ja, genau. Du zerstörst jetzt für Geld das von ganz vielen anderen. Und ich habe auch gehört, er ist Familienvater. Und umso kritischer finde ich es. Das Feeling ist geil, Bruder. Also wirklich, das Feeling ist geil. Ey, das regt mich schon richtig auf. Ich würde behaupten, wenn man sich die Twitch-Karriere von Bazzi mal genauer anschaut, dann kann man eigentlich recht gut ablesen, warum er den Deal wirklich angenommen hat. Die ersten 2-3 Jahre hat er immer so, keine Ahnung, ja, Average Views hier, 5-6. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass Twitch übel nachlässig ist mit allem, was sie erlauben. Und YouTube übertreibt teilweise komplett. Kann man nicht einen Mittelweg finden? Also ich habe jetzt zum Beispiel auch gehört, dass man auf YouTube künftig nicht mehr das Sch*** Wort sagen darf oder Sch*** oder F***.
Diese Worte sind nicht mehr erlaubt und teilweise aus nicht begründeten Dingen Videos demonetarisiert werden, also viel zu krass Hardliner-mäßig und dann aber wieder im Vergleich Twitch, die viel zu viel durchgehen lassen. Können wir nicht eine Plattform entwickeln, die den Mittelweg findet? 10 und sowas, dann irgendwann mal so 20. Vielleicht sogar 50 und so, da ist schon bergauf gegangen. Dann hat er hier seine absolut geisteskranke Wachstumsphase gehabt. Hier einfach 50, 60, 70, 80, 100, 200.000. Ja, mit GTA, oh, Genshin war ein Placement 100 Pro. GTA, Just Chatting, GTA halt durch Monte, ne? Hier innerhalb von 3 Monaten, ich hab's nachgeschaut, innerhalb von 3 Monaten über 200.000 Follower bekommen. Imagine, du hast jetzt einen Twitch-Kanal mit so ein paar tausend Followern und dann hast du 200.000 im Mai. Ich weiß gar nicht, wie viele Follower ich auf Twitch habe. Mir ist es eigentlich so komplett egal. Diese Hype-Phase ist aber irgendwann immer langsamer geworden bei ihm und da hat er, ab hier hat er so ein bisschen Follower wieder verloren. Auch die durchschnittlichen Zuschauer sind hier im März 2022 5.000, 6.000, 5.000. Das hatte ich heute aber auch. Ich bemerke bei ganz vielen Creatoren, die mal diesen Hype haben, die überdimensional große Zahlen haben, alle reden darüber, alle sagen, wow, krass, wie viel Follower, wow, Beste. Überall liest man den Namen auf Twitter und Co., der Newcomer, bla bla. Und ich sag euch eins, nach jedem Hype, egal ob ihr auf YouTube oder Twitch seid oder sonst wo, nach jedem Hoch kommt ein Tief. Und die meisten Leute kommen emotional mit dem Tief nicht zurecht. Auf 3.000, 2.500 und jetzt sind wir so bei 2.000, sind runtergegangen. Und das sind immer noch, das sind extrem viele Leute. Ja. Aber der Typ hat halt seine ganze Karriere lang so getan, als wäre ihm das Geld egal und als würde das hier so zum Spaß machen und bla bla bla. Und wenn einmal die Follower runtergehen, dann kriegt er Panik und schmeißt einfach alles weg. Es ist schon irgendwo schade, dass er so die Hoffnung an seine eigene Karriere so schnell aufgegeben hat. Der Typ ist nicht lang dabei. Wann war das jetzt? Das war vor 1,5 Jahren, hatte er seinen Hype. Er ist gerade eben aufgestiegen, Bruder. Und jetzt, ich bin mir sicher, er ist sich dessen bewusst, was er gemacht hat, weil es ist halt schon so, dass das ganze Ding mit dem Casino-Deals annehmen und sowas in der Community schon länger rumgeht. Ja, natürlich, weil halt eben auch deine Einnahmen runtergehen, was normal ist, beispielsweise November, Dezember sind am lukrativsten auf allen Plattformen und allen Kampagnen. Januar, Februar ist dann so, da kriegst du eigentlich eher weniger, weswegen man schlauerweise im November und Dezember dann viel Geld spart, damit man da auch die anderen 2 Monate seine Mitarbeiter bezahlen kann. Follower gehen runter, Geld gehen runter, Panik, nehmen wir an, Freunde sagen, alle ist cool, let's go. Wie ein Dude, der rumgeht. Aber ja, meine Freunde, lasst mich auf jeden Fall gerne wissen, was ihr von Batzi haltet. Seid ihr enttäuscht oder seid ihr extrem erfreut darüber, dass er das gemacht hat? Lasst mir auch gerne ein Like da, meine Freunde. Lasst mir gerne ein Abo da. Für die Leute, die es noch nicht gemacht haben. Ich kenne ihn zu wenig dafür, dass ich enttäuscht bin. Ich muss sagen, mich wundert's nicht. Also gerade wenn du eben Freunde hast, die damit dann auch sehr viel Geld verdienen und denen alles egal ist und die da drauf gucken und auf ihre Community auch. Unangenehm nur, dass er halt die Erfahrung schon hat, dass er das öffentlich bespricht, dass er öffentlich sagt, wie schlimm das ist. Und vor allem glaube ich, dass die Casinos ja auch nicht dumm sind. Die investieren jetzt viel Geld in die Streamer. Und ich glaube, durch das Spielen an sich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man dadurch nicht süchtig wird und es so abschaltet, werden die wahrscheinlich auch spielsüchtig werden. Und so werden sie irgendwann mal, wenn es keine Deals mehr gibt, ihr eigenes Geld in die Casinos zurück investieren. Ich bin sehr gespannt über eure Meinung. Habt ihr Erfahrungen mit Glücksspielsucht oder mit Glücksspielsucht in der Familie oder Verwandtschaft? Wie sind die Leute rausgekommen? Was haltet ihr davon? Würdet ihr es verbieten? Würdet ihr auf Twitch eventuell sogar sagen, es gibt einfach künftig eine Kategorie ab 18+. Dort befinden sich dann Gewinnspiele, die wirklich nur verifizierbar, wenn du deinen Ausweis und Co. vorlegst, dann zu sehen sind. Da würde ich auch gleich mal die mit reinknödeln. Aber ich bin gespannt auf eure Meinung und was ihr dazu sagt. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Über einen Daumen nach oben und Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Und das Originalvideo findet ihr unten in der Beschreibung. Vielen Dank an Kaiser und wir sehen uns in den nächsten Videos.